Aus dem Bundestag heute 7. Oktober 2013. Wir haben über zwei Tage gesprochen. Der eine ist der Feiertag zur deutschen Einheit vor 4 Tagen, 3. Oktober. Und der Tag heute, 7. Oktober, die DDR wäre heute 64 Jahre geworden, vor 23 Jahren ist sie untergegangen. Und ich habe eben schon gesagt, darüber sind wir eigentlich beide, alle drei ganz froh, dass das so ist. Und ich spreche mit Roland Jahn, er ist der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen und Rainer Eppelmann, er war der letzte Minister der DDR für Abrüstung und Verteidigung, danach lange Zeit im Bundestag Abgeordneter. Und beide haben eins gemeinsam, sie waren beide DDR-Bürger. Sie bis zum Schluss und Sie sind 83 ausgebürgert worden, quasi rausgeschmissen worden, nachdem Sie in der DDR in Haft saßen und haben da einen Weg gemacht über Journalismus in West-Berlin und jetzt sind Sie Bundesbeauftragter, wer hätte das gedacht. Wenn Sie an den 3. Oktober denken, was war für Sie der bewegendste Moment, dass der Zug der Einheit plötzlich 1989 mit dem Fall der Mauer unter Dampf stand? Der 3. Oktober selbst ist ja eigentlich der Tag, da wussten wir noch gar nichts davon, nicht? Am 9. Oktober, am 9. November. An dem die Einheit vollzogen worden ist, am 3. Oktober 1990. Aber entscheidend ist ja, wie ist es dazu gekommen? Und dem ging eine friedliche Revolution voraus. Das dürfen wir immer nicht vergessen, dass Menschen ja den Mut gefunden haben, sich selbst zu befreien. Und ich glaube, das muss man immer wieder würdigen. Hat es Sie geschmerzt damals, dass Sie in West-Berlin bei RIAS saßen und das nur aus dem Funkhaus beobachten konnten und gar nicht dabei sein waren? Naja, nicht unbedingt, weil ich habe ja gerade von West-Berlin aus Freunde in dem Osten unterstützen können. Weil das war ja wichtig. Es gab keine freie Information in der DDR. Und von West-Berlin aus haben wir halt die Möglichkeit gehabt, hineinzustrahlen in die DDR. Und so haben wir Informationen, zum Beispiel auch von Rainer, aus der DDR bekommen. Und waren Sie in Kontakt in diesen Monaten? Wir waren auch in Kontakt und wir kannten uns aus DDR-Zeiten. Und in dem Sinne gab es immer wieder gute Verbindungen. Und das war ja das Wichtige, dass es in der DDR Bürgerrechtler gab, die sich ein Stück Freiheit genommen haben. Die gesagt haben, wir warten nicht darauf, bis man sie uns schenkt. Die sich Meinungsfreiheit genommen haben. Ja? Ihre Meinung zum Beispiel in der Kirche bei Rainer Eppelmann verbreitet haben. Die sich Informationsfreiheit genommen haben, einfach uns im Westen informiert haben über die Missstände. Und wir haben sie hineingestrahlt wieder in die DDR. Ja. Und das ist schon ein Stück gelebte deutsche Einheit gewesen. Nur mal zur Erinnerung, viele wissen das ja gar nicht, Sie sind vom Beruf nämlich Pfarrer. Ja, richtig. Hätte so einen Nebensatz gesagt. Also, Maurer, wir sprechen und immer Pfarrer. Nur vom Minister, vom Minister, Bundestagsabgeordneten, aber in der DDR waren Sie vom Beruf Pfarrer und haben natürlich da maßgeblich mitgewirkt. Wann begann denn eigentlich, wenn wir jetzt vom 3. Oktober als Endpunkt der Bewegung reden, wann begann denn bei Ihnen oder wuchs die Überzeugung, jetzt ist es Zeit, ganz aktiv mitzumischen? Ja, letztlich, wenn ich mal Episoden weglasse wie Bausoldatenzeit, politische Haft wegen Befehlsverweigerung, dann sind es die 80er Jahre gewesen. Und zwar von Anfang an schon. Als wir Menschen in der Bundesrepublik Deutschland auf der Straße demonstrieren sahen, weil die sahen, dass Prinzip der Abschreckung des Gegners, Warschauer Pakt gegen NATO und umgekehrt, das bringt uns in eine Hyperaufrüstung. Wir sind jetzt schon in der Lage, die Erde 5-mal zu vernichten, wie oft denn noch? Und uns wurde klar, die Regierenden in der Sowjetunion, in der DDR, also in den Staaten des Warschauer Vertrages, benutzten die Menschen, die sich verständlicherweise darüber demonstrierend in den westlichen Demokratien wehrten, versuchten die Ostregierenden, die auszunutzen und für ihre eigene Politik zu benutzen. Und wir haben gesagt, ja, nicht bloß Pershing und Coos Missil, SS-20, also die atomare Waffe der Sowjetunion ist genauso gefährlich und kostet genauso viel Geld und ist ein genauso großes Risiko. Es entstand also eine von der Regierung der DDR unabhängige Friedensbewegung in der DDR. Und waren Sie da schon zusammen vor 83? Wir haben uns damals 83 kennengelernt. Und was ja wichtig war, war ja das Thema Menschenrechte in diese ganze Diskussion um Abrüstung mit einzubeziehen.
Frieden als ein Leben in Gerechtigkeit zu definieren. Und das ist der entscheidende Ansatz gewesen von der Friedensbewegung zur Bürgerrechtsbewegung. Und somit hat das schon mit auch den Weg bereitet für die Entwicklung in Richtung 89. Bei Ihnen führte das zum Rauschmiss. Sie sind in der DDR geblieben. Wollte man Sie auch mal rausschmeißen aus der DDR, ausbürgern, wie das so schön ja. oder so unschön heißt? Und zwar unmittelbar, nachdem ich im Februar 1982 mit Robert Havemann den Berliner Appell nicht nur verfasst habe, sondern also auch über westliche Medien veröffentlicht habe, um sie in der DDR bekannt zu machen. Wir hätten ja nie eine Chance gehabt, das in der DDR DDR-weit zu verbreiten. Es muss über westliche Medien gehen. Und da sind eben Roland Jahn und Jürgen Fuchs, inzwischen leider verstorben, die für uns wichtigsten Kontaktmenschen und Verbündeten gewesen. Und infolge dieser Veröffentlichung des Berliner Appells bin ich eingesperrt worden bei der Stadtsicherheit. Nach 3 Tagen mussten sie mich zum Glück wieder rauslassen, zwar in der DDR rauslassen, weil sie die Absicht gehabt hatten, mich mit Familie auszuweisen. Ja, Sie sind geblieben, Sie mussten gehen. Ja, springen wir jetzt mal auf den 3. Oktober 1990, die Zeit danach. Sie beide haben ja als ehemalige DDR-Bürgerrechtler eine bestimmte Vision gehabt vom neuen Deutschland. Wie hat sich das erfüllt, Herr Jahn? Welche Vision hatten Sie? Jetzt kommt die Einheit, wird Deutschland jetzt ganz anders, wird es gerechter, wird es sozialer? Sie beide sind ja durchweg politisch denkende Menschen. Ja, für mich war natürlich schon die Zeit in West-Berlin etwas, wo ich als DDR-Bürger, der ich mich immer noch gefühlt hatte, die erste Zeit, ja langsam gelernt habe, was Deutschland bedeutet. Und für mich war es nicht einfach zu beantworten, bin ich DDR-Bürger oder bin ich Westbürger? Oder bin ich Deutscher? Und genau das war meine Konsequenz am Ende. Am Ende habe ich festgestellt, ich bin Deutscher. Ich konnte in dieser Zerrissenheit gar nichts anderes sein. Und in dem Sinn war natürlich die deutsche Einheit für mich etwas ganz Tolles. Nicht nur, dass ich frei reisen konnte, sondern dass ich mich auch mit einer klaren Identität irgendwo nochmal auch zuordnen konnte. Realität und Identität und virtuelles Denken passte plötzlich alles. Das ist alles nicht unwichtig. Und ich denke, natürlich hat man so seine Vorstellung, wie eine Gesellschaft gestaltet ist. Aber das Entscheidende ist für mich, in dieser bundesdeutschen Gesellschaft habe ich demokratische Strukturen, habe ich garantierte Menschenrechte im Grundgesetz festgeschrieben und auch in der Praxis umgesetzt. Und natürlich gibt es immer mal einzelne Sachen, wo wir aufpassen müssen, dass das auch eingehalten wird. Aber da können wir ja auch die Erfahrung der DDR nutzen. Da können wir ja lernen aus dem, was Diktatur bedeutet hat, können wir Maßstäbe entwickeln und können sagen, nein, das wollen wir nicht, hier stopp. Hier ist es ein Eingriff in Grundrechte, die wir nicht akzeptieren können. Und ich glaube, gerade mit der Osterfahrung in der deutschen Einheit leben, das ist etwas, wovon man zehren kann und was auch für und heute wichtig ist. Offenbar zehren da relativ oder ein Großteil der Ostdeutschen immer noch nicht davon. Der Anteil der Wähler der Linkspartei, die ja doch kritisch gegenüber unserem Grundgesetz und der Verfassung des neuen deutschen Staates steht, wir wählen diese Partei. Das heißt, dieses Bewusstsein, von dem Herr Jahn gerade sprach, ist offenbar noch nicht überall vertreten oder hat noch nicht alle durchdrungen. Woran liegt das? Haben wir irgendwas falsch gemacht? Nein, das liegt an uns Menschen. Ich empfinde das als was völlig Normales. 95% aller Kinder sind durch die Kinderorganisation der SED gegangen. 95% aller Jugendlichen sind durch die Jugendorganisation der SED gegangen. Selbst unsere Kanzlerin. Ja, richtig. Ein vergleichbar hoher Prozentsatz ist Mitglied des von einem Mitglied des Politbüro geführten Gewerkschaftsbundes in der DDR gewesen. Wir haben 40 Jahre in diesem Land gelebt und 40 Jahre sind wir indoktriniert worden und haben das erlebt. Und damit sind Menschen unterschiedlich umgegangen. 15% der DDR-Bevölkerung mindestens sind parteipolitisch organisiert gewesen. Und zwar alle in einer Richtung. Das ist alles 23 Jahre her. Ja, ist richtig. Aber die leben noch. Und die müssen jeden Tag in den Spiegel gucken. Und wollen doch nicht sagen, sie sind Versager oder sonst was gewesen. Sondern die suchen doch verständlicherweise jeden Tag neu nach ihrer Überzeugung und nach ihrer Würde. Von daher verwundert mich das überhaupt nicht. Sie haben eben nicht, wie
wir beide und viele, viele andere sagen können, der 3. Oktober ist ein krönender Abschluss der deutschen Teilung gewesen, hat zur deutschen Einheit geführt. Als Pfarrer darf ich vielleicht auch noch sagen, ich weiß darum, dass wir auf dieser Erde nie im Paradies leben werden. Wenn es das überhaupt gibt, dann gibt es das irgendwo außerhalb. Nicht daran zweifeln, Herr Pfarrer. So ist es. Und jetzt leben wir in einer Gesellschaft, bei der der Einzelne, wenn er ein Stück Zivilcourage und Lust und Spaß daran hat, sich sehr viel ungezwungener, sehr viel vielfältiger einbringen kann, als er das in einer Diktatur, in der Diktatur der Kommunisten in der DDR jemals konnte. Und darum möchte ich 93 Jahre alt werden. Wenn ich nämlich 93 Jahre alt bin, habe ich ein Jahr länger in einer Demokratie gelebt als in einer Diktatur. Und ich bin ein bisschen neidisch auf den Roland, der hat das jetzt schon erreicht. Der lebt jetzt schon länger Neid in einer Demokratie. Neid ist, Herr Pfarrer, ja eine Todsünde, zumindest bei den Katholiken. Also vorsichtig. Ja. Ich bin evangelisch. Wir haben gesprochen über 3. Oktober, Tag der Einheit, und 7. Oktober, DDR. Letzte Frage, wirklich ganz kurze Antwort. Sind wir auf dem richtigen Weg in der deutschen Einheit? Läuft alles so, wie Sie sich gewünscht haben? Grundsätzlich ja. Also ich denke, wir haben die besten Voraussetzungen dazu. Machen wir das Beste draus. Das ist das, was wir tun sollten. In diesem Sinne, herzlichen Dank, Roland Jahn, der Bundesbeauftragte für das Stasi-Unterlagengesetz, und Rainer Eppelmann, ehemaliger Bürgerrechtler sind Sie beide, aber Sie waren der letzte Minister der DDR für Abrüstung und Verteidigung, danach lange Abgeordneter der CDU im Bundestag, und ich bedanke mich bei Ihnen, und denken Sie dran, heute wäre die DDR 64 geworden. Vielleicht ist es ja ein Grund nachzudenken, warum wir am 3. Oktober den Tag der Einheit wirklich ganz toll feiern sollten, nämlich dass die Diktatur damals vor 23 Jahren zu Ende gegangen ist. In diesem Sinne, ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen, und wir sehen uns nächste Woche wieder aus dem Bundestag, jeden Montag 20:15 Uhr. Bis dahin und tschüss.